Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 90, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde, Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen bei Opel erhalten, Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit zum 1. Mai, Drucksache 19/6321. Und als Erste spricht Kollegin Wissler für DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Beim neuen Opel-Mutterkonzern PSA ist man hochzufrieden. PSA steigert den Umsatz nach der Opel-Übernahme um 42%. Peugeot-Chef Tavares kassiert 1 Million € Bonus, sein Finanzchef 500.000 € für ihren Plan zur Sanierung von Opel. Dieser vermeintlich geniale Zukunftsplan für Opel, der ja jetzt mit Millionenbeträgen belohnt wird, sieht nicht etwa die Entwicklung neuer genialer Produkte vor oder einen Konversionsplan für die anbrechende Zeit neuer Verkehrskonzepte nach dem Pkw. Nein, es ist wieder einmal ein Kahlschlagplan. Kürzen, kündigen, kaputt sparen, um die Kosten und die Löhne zu senken, meine Damen und Herren. Und das ist überhaupt nicht hinnehmbar, und deshalb haben wir diese Aktuelle Stunde auch beantragt. Beschäftigte sollen auf vereinbarte und ihnen zustehende Tariferhöhungen verzichten, nachdem sie doch bereits in der Vergangenheit immer wieder Opfer gebracht und zurückgesteckt haben. Tausende Jobs sollen abgebaut werden. Und wie schon die Übernahme selbst, soll die Sanierung über die Köpfe des Betriebsrats und der Beschäftigten hinweg geschehen, über die Köpfe der Menschen, die das Unternehmen zu dem machen, was es ist. Und das halten wir für eine Sauerei, meine Damen und Herren. In Eisenach soll die Belegschaft gar halbiert werden, was wohl die wirtschaftlich sinnvolle Existenz des Standortes unmöglich macht. Alles für die angebliche Wettbewerbsfähigkeit. Die IG Metall spricht zu Recht von Erpressung. Diese Woche demonstrierten in Eisenach viele Menschen für den Erhalt des Werks und gegen Stellenabbau. Die Beschäftigten der Standorte lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Es waren auch viele Beschäftigte aus Hessen und von den anderen Standorten dort und haben gemeinsam demonstriert. Und die Kolleginnen und Kollegen haben dabei auch deutlich gemacht, dass Rechtsradikale keinen Platz auf gewerkschaftlichen Veranstaltungen haben. Sie haben den thüringischen AfD-Chef Höcke samt Entourage aus der Demonstration gedrängt. Ich finde, das ist ein wichtiges Signal, und das sind großartige Bilder, die man da sehen konnte. Ob in Rüsselsheim, in Eisenach, in Kaiserslautern oder in Saragossa, unsere Solidarität gilt den Beschäftigten. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten, nach Jahren des Verzichts und des Bangens endlich eine sichere Zukunft verdient haben, meine Damen und Herren. Und als allererstes hat es bei Opel nach der Übernahme durch PSA die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter getroffen. Sie wurden zu Hunderten vor die Tür gesetzt, die Betroffenen, die teilweise seit Jahren bei und für Opel gearbeitet haben und auf eine Übernahme gehofft haben, stehen jetzt vor einer ungewissen Zukunft. Das zeigt auch einmal mehr, dass die Flexibilität durch Leiharbeit und Befristungen eben nur den Unternehmen nutzt und nicht den Beschäftigten. Durch die Deregulierung der Leiharbeit durch Hartz I wurde die Leiharbeit massiv ausgeweitet und reguläre Arbeitsplätze verdrängt. Wir fordern schon lange die Eindämmung der Leiharbeit und am besten ein komplettes Verbot von Leiharbeit, weil es prekäre Beschäftigung fördert und Menschen dauerhaft in Unsicherheit leben lässt, meine Damen und Herren. Leider ist PSA Opel kein Einzelfall. Beschäftigte entlassen und in den Chefetagen das Geld einzustecken, ist leider in vielen Unternehmen traurige Realität. Siemens machte im letzten Jahr über 6 Milliarden € Gewinn, hat die Dividende an die Aktionäre wieder deutlich erhöht, und trotzdem sollen Tausende Jobs abgebaut werden, unter anderem in Offenbach. Und beim direkten Konkurrenten General Electric ist es ähnlich. Bei einer Marge von fast 10% ist die Kraftwerksparte von GE hochprofitabel. Die Werke
haben Aufträge, die Beschäftigten sind hochqualifiziert. Es ist nicht hinzunehmen, dass GE auch hier in Hessen, in Kassel, auf die Existenz tausender Beschäftigte keine Rücksicht nimmt und tausende Jobs streicht. Deswegen gilt natürlich auch den Beschäftigten von Siemens und von GE unsere Solidarität beim Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Eigentum verpflichtet wird zur Farce, wenn sich die einen Boni und Dividenden einstecken und andere um ihre Existenz bangen. Aber statt die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen und Fehler wie die Leiharbeit, die Minijobs rückgängig zu machen, will die neue Bundesregierung sogar noch weitere Deregulierungen, z.B. bei der maximal erlaubten Arbeitszeit. Gewinne, Boni und Dividenden müssen endlich vernünftig besteuert und es muss umverteilt werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen endlich wieder besser geschützt werden, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. All das zeigt, wie wichtig es ist, dass Beschäftigte sich wehren und sich organisieren, dass Menschen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen und dass sie fordern, was ihnen zusteht von den Konzernen und von der Politik. Dieses Jahr steht der 1. Mai des DGB unter dem Motto Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit. In diesem Sinne allen einen guten Tag der Arbeit heraus zum 1. Mai. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit, die Kollegin Janine Wissler hat es eben schon einmal gesagt, ist das Motto des 1. Mai 2018. Und ich finde, angesichts der Gesamtlage ist das ein klug gewähltes Motto. Am Tag der Arbeit gilt in diesem Jahr eine besondere Solidarität den Beschäftigten von Opel in Deutschland, insbesondere in Deutschland. Ich komme gleich darauf, warum. Aber auch, und das ist eben schon angesprochen worden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Siemens, insbesondere in Offenbach, bei ContiTech in Kaben oder auch bei Ryanair. Solidarität mit den Beschäftigten bei Opel ist in diesem Jahr besonders aufgerufen, weil die Entwicklung der letzten Wochen uns mit großer Sorge zurücklassen. Viele Hoffnungen und Erwartungen hatten sich mit dem Verkauf von Opel an den PSA-Konzern im vergangenen Jahr verbunden. Es gab umfangreiche Zusagen der neuen Konzernführung für neue Produktionszusagen für die Standorte in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern, aber auch Vereinbarungen für die Auslastung des Entwicklungszentrums in Rüsselsheim, die Übernahme und die Einhaltung von Tarifverträgen und die Sicherung der Mitbestimmung. Damit sind alle Beschäftigten engagiert in den schwierigen Sanierungsprozess gestartet. Und ein Sanierungsprozess steht Opel bevor, übrigens nicht nur Opel in der nächsten Zeit. Diese Zusagen waren die Voraussetzungen auch für die politische Unterstützung, die der Verkauf an PSA begleitet oder wie der Prozess für PSA begleitet wurde. Ein gutes Jahr später will nun ganz offensichtlich die Konzernführung bei PSA, aber auch in Rüsselsheim nicht mehr so sehr viel von diesen Zusagen wissen. Im Gegenteil, bestehende Planungen, beispielsweise für neue Fahrzeuge, für neue Motoren, für Entwicklungen, gehen an Standorte außerhalb von Deutschland. Das bedeutet nichts anderes als einen klaren Bruch der Vereinbarungen aus dem letzten Jahr. In den derzeitigen Verhandlungen, die von einem unglaublichen Druck auf den Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall gekennzeichnet ist, versucht die PSA-Konzernleitung, die Tarifverträge gegen die Arbeitsplatzinteressen, insbesondere am Standort Eisenach, auszuspielen und damit auch die Belegschaften gegeneinander auszuspielen. Die Betriebsräte und die Gewerkschaften haben eindrucksvoll in den letzten Tagen dokumentiert, dass sie dieses Spiel nicht akzeptieren. Die Konzernleitung muss begreifen, dass in Deutschland der soziale Kompromiss die Grundlage für wirtschaftlich erfolgreiches Handeln ist. Hohe Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gepaart mit einer Sozialpartnerschaft, in der Gewerkschaften auf Augenhöhe die Interessen der Arbeitnehmerschaft durchsetzen können,
Das sind die Grundlagen für wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen in unserem Land. Dabei ist unstrittig, und deswegen komme ich noch einmal an den Anfang zurück, dass Opel ein Geschäftsmodell braucht, das der Marke, den Standort und den Beschäftigten eine nachhaltige Zukunft über das Jahr 2020 hinaus bietet. Das ist aber, so ist mein fester Eindruck aus vielen Gesprächen in den letzten Wochen und Jahren, gerade den Betriebsräten und der Gewerkschaft völlig klar. Ich will daran erinnern, dass in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise es gerade die Verantwortungsbereitschaft von Betriebsräten, Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern war, die dafür gesorgt hat, dass viele Industrieunternehmen, auch und gerade Opel, einigermaßen aus dieser Krise herausgekommen sind. Nichtsdestotrotz wird das, was bei Opel passiert, auch an anderen Stellen in den nächsten Jahren passieren. Die Automobilindustrie und insbesondere die Automobilzuliefererindustrie steht vor großen Herausforderungen angesichts der Veränderungen in der Notwendigkeit der Automobilproduktion, aber auch der internationalen Konkurrenz. Deswegen bleibt es für mich zumindest völlig klar. Erfolgreiche Veränderungen leben von Vertrauen und Partnerschaft. Beides beschädigt die Konzernleitung mit ihrem Verhalten. Das kann nur in einer Sackgasse enden. Verlierer dieser Entwicklung werden alle sein: Beschäftigte, Management, das Unternehmen und die Standortregion. Aus der Sackgasse kommt man nur mit einer Richtung wieder raus, nämlich durch die Umkehr. Deswegen ist die Erwartung von uns an die Konzernleitung sehr klar. Machen Sie Schluss mit dem Druck auf die Beschäftigten im Opel-Konzern. Halten Sie sich an die Zusagen, die Sie selbst noch vor Kurzem gemacht haben. Halten Sie sich an die Tarifverträge und die bestehenden Vereinbarungen. Kehren Sie zurück zu einer Strategie der Verhandlungen, die auf einem sozialen Kompromiss setzt und allen Opel-Standorten eine tragfähige Entwicklungsperspektive gewährleistet. Geben Sie schlicht und einfach den Beschäftigten in Ihrem Konzern eine Zukunft. – Herzlichen Dank. Der Stab fange ich an zu stapeln. Ist besser. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Beschle-Scholz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Verkauf am PSA sollte ein Weg in die Zukunft sein. Nun ist er eher von Unsicherheit geprägt. Die Opel-Beschäftigten in Rüsselsheim und an den weiteren Standorten sowie die vielen Zulieferbetriebe erwarten mit Recht von uns, dass sich PSA und die Gewerkschaften schnellstmöglichst einigen, wie der weitere Weg von Opel aussehen soll, welchen Beitrag dazu die Beschäftigten leisten können und vor allem, welche klare und verlässliche Zukunftsperspektive Sie und das Unternehmen erhalten. Insbesondere haben Sie und Ihre Familien ein Anrecht auf Klarheit über die Lohnentwicklung, über einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und die Sicherung der Standorte in Deutschland. Zukunft muss für Familien planbar sein. Die Opelaner haben schon einmal zum Erhalt des Werkes auf Lohn verzichtet, damals im Einvernehmen. Nun wird einseitig von PSA die tarifliche Vereinbarung einer Lohnerhöhung im Flächentarifvertrag ab April 2018 zuzüglich dem Weihnachtsgeld infrage gestellt. Das ist kein guter Stil. Das ist ein klarer Bruch der Vereinbarungen. Und unter den gegebenen Umständen fühlen sich die Beschäftigten, wie sie mir, es ist mein Wahlkreis, in vielen Gesprächen erklärt haben, erpresst. Arbeitnehmer, werte Kollegen, haben Rechte. Die Verträge müssen im Rahmen des deutschen Mitbestimmungsrechts miteinander verhandelt werden. Bestehende Verträge können nur gemeinsam geändert werden. Ansonsten gilt das, was in den Verträgen vereinbart ist. Das kann Politik fordern, und das fordern wir.
Für uns ist dabei die Sicherung der Arbeitsplätze bei Opel von größter Bedeutung. Denn Opel ist mit dem Werk und der Europazentrale in Rüsselsheim zentraler Bestandteil der hessischen Automobilindustrie und für meinen Wahlkreis als größter Arbeitgeber ein Herzstück. Wir begrüßen, dass dies auch Ministerpräsident Bouffier in seinem Gespräch mit PSA-Generalsekretär Olivier deutlich gemacht hat, indem er feststellte, die Beschäftigten müssen wissen, wohin die Reise geht. Dies ist auch der Standpunkt der Bundesregierung. Bundeskanzlerin Merkel ist im engen Austausch mit dem betroffenen Ministerpräsidenten und in die Verhandlungen eingeschaltet. So fordert auch die Bundeskanzlerin PSA auf, sich an die Zusagen zu halten, die das Unternehmen im Zuge der Übernahme gegeben hat. Das ist ein Zeichen der Solidarität. Das ist ein Zeichen, das die Beschäftigten benötigen. Die Beschäftigten, ihr Wissen und ihr Engagement sind von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Gesamtkonzerns in einem sich stark veränderten Wettbewerbsumfeld. Die derzeitige öffentliche Diskussion, insbesondere über die zukünftige Lohnstruktur und Abweichungen von den Tarifverträgen, hat in unserer Marktwirtschaft jede Berechtigung. Die Art, wie sie stellenweise geführt wird, birgt jedoch die Gefahr, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und sich die Situation hierzu noch zusätzlich verschlechtert. Daher sollten beide Seiten der Tarifpartner schnell zu einer tragfähigen Lösung verlangen. Und dafür müssen auch die industriepolitischen Rahmenbedingungen stimmen. Eines sollte PSA berücksichtigen. PSA hat von der Übernahme von Opel profitiert. Das zeigen die ersten Quartalszahlen. Opel und Vauxhall trugen maßgeblich zu einem Umsatzplus von 42% auf knapp 18,2 Milliarden € bei. PSA alleine hätte nur einen Umsatz von 13 Milliarden €. Und von den insgesamt über 1 Million verkauften Autos kam fast ein Viertel von den neuen Sparten in Deutschland und Großbritannien. Es ist nachvollziehbar, dass PSA 2014 noch selbst auf Unterstützung angewiesen, diesen Erfolgskurs weiter fortsetzen möchte. Umgekehrt konnte Opel selbst seit 1999 aus den unterschiedlichsten Gründen keinen Gewinn verzeichnen. Umso mehr sind beide Seiten jetzt in der Pflicht, aus dem Zusammengehen auch auf längere Zeit einen Erfolg zu machen. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis in Bezug auf eine Presseerklärung der FDP geben. Die Umweltanforderungen und Ähnliches, die Sie in Ihrer Pressemitteilung als Grund der Situation angeben, sind wahrlich nicht der Grund für die Situation bei Opel. Von diesen Anforderungen sind alle Hersteller in Deutschland und in Europa gleichermaßen betroffen. Andere erwirtschaften unter diesen Bedingungen Milliardengewinne. Die Beschäftigten sind bereit, ihren Kolleginnen, Teil im Rahmen Kollegin, Sie müssen aber des jetzt Übergangsvertrages mitzugehen. Die Landesregierung steht an der Seite der Beschäftigten. Und der 1. Mai als Tag der Arbeit ist wichtig, aber nicht erst zum 1. Mai. Und nicht nur am 1. Mai sollten wir hier alle im Haus über Parteigrenzen hinweg unsere Solidarität mit von Opel und den Beschäftigten mit Opel und den Zulieferinnen zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Kinkel, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht ging es Ihnen im letzten November letzten Jahres so wie mir, als der Vorstandschef den Umbau von Opel, die Veränderungen im Konzern und die Pläne für die nächsten Jahre verkündete, hatten wir als grüne Fraktion
Hoffnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Opel. Mal wieder, muss man sagen. Die Verkündung des Programms PACE im November ging mit einem klaren Bekenntnis zu den Standorten in Hessen einher. Keine Werksschließungen, keine betriebsbedingten Kündigungen und die Einhaltung von Investitionen, die geplant waren. Ein wichtiger Schritt ist für uns GRÜNE auch der angekündigte Umbau der Produktpalette in sparsamere und elektrisch betriebene Fahrzeuge. Das ist wichtig für die Verkehrswende in Hessen und für die Bekämpfung des Klimawandels. Die Zukunft der Mobilität und damit auch die Zukunft der Automobilindustrie ist die intelligente und vernetzte Mobilität und gute Produkte und Unternehmen, die genau das erkannt haben, haben auch eine gute Chance, weiterhin am Markt zu bestehen. Opel besitzt eine hohe Relevanz für Hessen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der Standort Rüsselsheim bietet über 7.000 direkte Arbeitsplätze, nicht zu sprechen von den vielen Arbeitsplätzen, die durch die Zulieferbetriebe dort bestehen. Damit sind sie Grundlage von Existenzen von Menschen und von Familien. Und, sehr geehrte Damen und Herren, das muss auch so bleiben. Und dafür muss der Konzern PSA seine Zusagen auch einhalten, sowohl in Hessen als auch an den anderen Standorten wie Kaiserslautern und Eisenach. Insbesondere die Bedeutung des Werks in Eisenach mit rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch aus den hessischen Landkreisen Hersfeld-Rotenburg oder Werra-Meißner kommen, sollten wir hier im Hessischen Landtag nicht unterschätzen. Klar ist nämlich auch, dass die Schließung des Werks in Bochum, nachdem viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zugeständnisse gemacht haben und auf vieles verzichtet haben und am Ende trotzdem auf der Straße saßen, das Vertrauen zwischen Beschäftigten und Konzernleitung auch nachhaltig geschwächt haben. Die Lobeshymnen von PSA-Chef Tavares auf die geringsten Lohnkosten weltweit gemessen am Umsatz von PSA und die damit verkündete Aussage, auch Opel solle auf dieses Niveau kommen, ist zumindest befremdlich. Denn damit werden Versprechungen, die vor einem halben Jahr an die Belegschaft gemacht wurden, über solche Äußerungen werden diese ausgehöhlt und wirkt sich negativ auf das Vertrauen im Unternehmen aus. Und zu Recht sind viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann skeptisch. Aber klar ist auch, Arbeitsplätze können nur in einem zukunftsfähigen Unternehmen erhalten werden, das auch Gewinne erwirtschaftet. Und das ist bei Opel seit zu langer Zeit nicht der Fall. Im Interesse der Belegschaft muss der Konzern also umgebaut werden, und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und das ist ganz wichtig, müssen bei diesem Umbau auch mit einbezogen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, Hessen geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Die wirtschaftliche Entwicklung ist auf dem Höchststand, die Arbeitslosenquote historisch niedrig. Das ist eine gute Entwicklung für Hessen und Deutschland. Aber dabei muss man auch ganz klar sagen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Pfeiler dieses Aufschwungs müssen an diesem auch beteiligt werden. Gerechte Entlohnung. Gerechte Entlohnung, Tarifverträge, faire Löhne und für gute Arbeit, um auch für das Alter vorsorgen zu können. Wann, wenn nicht jetzt? Und lassen Sie mich auch noch ein paar Worte in Richtung FDP sagen. Nach unserer grünen Meinung sollte die Politik keine unternehmerischen Entscheidungen treffen. Aber die Politik hat die Aufgabe, starke Rahmenbedingungen zu setzen, damit unternehmerische Entscheidungen im Sinne der Menschen, nicht nur im Sinne der Beschäftigten, sondern der gesamten Gesellschaft und auch der Umwelt getroffen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächster hat sich zu Wort gemeldet Herr Kollege Lenders für die Freien Demokraten. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jetzt, wir sind als FDP-Fraktion jetzt zweimal angesprochen worden auf unsere Pressemitteilung. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir im November letzten Jahres im Rahmen einer Aktuellen Stunde der CDU-Fraktion die einzige Fraktion waren und ich der einzige Redner, der bei allen Euphorie und Optimismus versucht hat, da auch ein paar Bedenken mal mit rüberzugeben, was die Übernahme durch PSA angeht. Ich war damals der einzige Redner, der gesagt hat, Vorsicht einer Bahnsteinkante. In der Regel zahlt immer das übernommene Unternehmen den Preis. Und, meine Damen und Herren, ich habe damals schon darauf hingewiesen, schauen Sie bitte hin, was General Motors nach Jahrzehnten dazu gebracht hat, tatsächlich sich dazu entschließen, das Unternehmen Opel abzugeben und zu verkaufen. Meine Damen und Herren, das waren damals die politischen Rahmenbedingungen, und sie sind es auch heute. Die PSA ist notwendig erscheinen lassen, zu solchen Sanktionen und zu solchen Sanierungsprogrammen zu greifen. Daran hat sich nichts geändert. Und, Frau Bächle-Scholz, ich verstehe Ihre Rede aus der Sicht einer Wahlkreisabgeordneten. Deswegen will ich jetzt nicht mit Ihnen zu sehr und zu hart ins Gericht gehen. Aber wenn Sie selber, wie auch die Kollegin Kinkel, die industriepolitischen Rahmenbedingungen einfordern für ein Unternehmen, dann sind das eben genau diese falschen Entscheidungen, die in der Vergangenheit liegen, wo eine Bundesregierung bei der EU-Kommission sich nicht dafür eingesetzt hat, dass bestehende CO2-Richtwerte, neue Normen, die kommen, eben gerade den Industriestandort und den Automobilstandort in Deutschland gefährden. Meine Damen und Herren, das ist eine verfehlte Politik von Rahmenbedingungen, und die liegen in der Vergangenheit. Und heute müssen die Beschäftigten bei Opel den Preis bezahlen. Was ist das Problem daran? Dass diese Dinge dann meistens zeitlich nicht mehr in einem Kontext stehen, aber dann doch mit aller Macht aufschlagen. Meine Damen und Herren, Richtung Opel, bei allem Verständnis dafür, dass Sie versuchen, das machen Sie ja nicht, um das Unternehmen zu gefährden, sondern PSA geht in solch eine Diskussion, in solch ein Sanierungsprogramm, um langfristig nachhaltig das Unternehmen zu sichern. Dann, meine Damen und Herren, muss auch ein Unternehmen wie PSA auch die Beschäftigten in Frankreich im Blick behalten. Es ist ein Gesamtkonzern, den dieses Unternehmen jetzt zu verantworten hat. Aber in Richtung des Unternehmens kann ich denen sagen, z.B. bei den Vorruhestandsregelungen in Kaiserslautern kann man sehr gut sehen, wenn man mit seinen Beschäftigten nicht fair umgeht. Das mag in Deutschland mittlerweile anders sein als in Frankreich. Dann laufen einem die Beschäftigten weg, und zwar gut ausgebildete Fachkräfte. In Kaiserslautern funktioniert tatsächlich die Vorruhestandsregelung bei Opel so gut, dass sie in ein paar Jahren Probleme haben werden, die Fachkräfte noch zu finden, die sie brauchen, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Das ist ein Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland, weil wir einen besseren Arbeitsmarkt haben als im europäischen Ausland. Was es in Richtung Opel geht, also mit euren Beschäftigten fair um, haltet euch an die Vereinbarungen. Nur so schafft ihr Vertrauen, und so bleiben die Menschen auch bei euch. Aber, meine Damen und Herren, politische Rahmenbedingungen. Ich verstehe, dass der Wirtschaftsminister Al-Wazir nicht unbedingt auf das hört, was ich ihm sage. Das muss er ja auch nicht. Aber ich finde das dann schon bemerkenswert, dass wir ja diese Entwicklung ja haben sehen können. Da frage ich mich schon, was hat denn unser hessischer Wirtschaftsminister getan, um diese angemahnten industriepolitischen Rahmenbedingungen in Hessen deutlich zu verbessern in dem letzten halben Jahr? Die Entwicklung war ja abzusehen. Was ist denn mit den Forderungen, die aus der EU kommen? Was sind denn mit den energiepolitischen Rahmenbedingungen? Das ist eher die Politik eines grünen Wirtschaftsministers, der die Situation noch verschärft. Ich will davon Einführung blauer Plakette, Dieselfahrverboten, will ich alles gar nicht reden. Da muss sich doch keiner ein Bild davon machen oder sich keine Illusion machen. Natürlich hat das Auswirkungen auf ein Unternehmen wie Opel. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das sind eben die politischen Rahmenbedingungen, Frau Bächle-Scholz, die Sie eben eingefordert haben. Und die werden eben falsch gemacht. Das ist genau das Problem.
Jetzt will ich eines sagen. Von mir aus bin ich hier der letzte Ordnungspolitiker in diesem Hause. Das mag ja sein. Auch der Ministerpräsident lässt es ja auch nicht aus, sich dann mit Vertretern von PSA zu treffen. Mag ja auch überhaupt nichts mit dem Wahlkampf zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass ihm wirklich das Unternehmen sehr am Herzen liegt und dass rein dem alleine geschuldet war. Meine Damen, Kollege, Sie müssen dringend zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, gerade in solchen Situationen sollte sich Politik aus Unternehmensentscheidungen heraushalten, weil damit machen wir es einem Unternehmen nicht leichter, sondern schwerer, wenn wir hier solche Debatten führen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Für die Landesregierung spricht Herr Ministerpräsident Bouffier. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Opel ist ein starkes Stück Hessen, auf das wir immer stolz waren. Und die Landesregierung kümmert sich seit Jahren nicht nur um Opel, sondern um ganz viele. Und die Frage der Standorte und der Arbeitsplätze, das ist uns oberste Pflicht, uns darum zu kümmern. Und deshalb, ich habe ja auch in unterschiedlichsten Kombinationen schon Regierungsverantwortung getragen. Lieber Herr Kollege Lenders, mal vorneweg. Ihr letzter Satz war, die Politik soll sich aus Unternehmensentscheidungen heraushalten. Da haben Sie recht. Aber jetzt mal ganz offen. Als sich die Regierung mit der FDP anführte, hatten wir gewisse Rituale hier im Haus, dass der FDP-Kollege regelmäßig Klimafragen, eine Politik der Verantwortung auch für die kommenden Generationen nicht hinreichend berücksichtige. Der Vorwurf war in der Regel von den GRÜNEN erhoben worden. Da wir mit den GRÜNEN regieren, haben wir von der FDP ein Ritual, dass der Wirtschaftsminister, ja, vielleicht persönlich ganz netter Kerl ist, aber eigentlich überhaupt nichts von Wirtschaft versteht. Und jetzt, meine Damen und Herren, es geht auf die Mittagszeit zu. Ich komme auch gleich zu ein paar sehr schwierigen Dingen. Räumen wir das doch einfach mal ab. Diese Rituale, die sind so abgelutscht. Die interessieren auch niemanden. Und sie helfen auch niemandem. Und schon gar nicht den Arbeitnehmern bei Opel, meine Damen und Herren. Und ganz nebenbei, Herr Al-Wazir und ich sind ja ununterbrochen damit beschäftigt. Das, was er vertritt, ist die wahrscheinlich beste Zukunftsvision, die Opel hat, nämlich Elektromobilität und nachhaltige Antriebe. Und deshalb, das passt ganz gut zusammen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich reden, wo hat denn Opel eine Zukunft? Karl Theodor Neumann hat gesagt, wir stellen komplett alles auf Elektro um. Kann richtig sein, kann falsch sein. Aber unabhängig von allen, die jetzt da unterwegs sind, auch streitig. Ein Kernpunkt der neuen Unternehmensstrategie, soweit wir es überhaupt greifen können, ist, dass Sie alles anbieten wollen mit Elektro, mit Hybrid und auch in traditioneller Technik. Und deshalb in aller Form. Das gilt für die ganze Landesregierung. Die Themen sind viel zu ernst, als dass wir in dieser alten, kleinkarierten Schwarz-Weiß-Methode machen. Unser Wirtschaftsminister lässt nichts anbrennen, wenn es um die Frage geht, der Standorte und der Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Sehr verehrte Frau Kollegin Wissler, Ihre Aktuelle Stunde hat den Titel Opel und Solidarität. Es war eine Rede zum 1. Mai. Das sei Ihnen gegönnt. Aber es kam auch Opel. Ja, wir können auch reden über Siemens. Sind wir überall unterwegs? Wir als Land kümmern uns, und ich in Person, über 20 Jahre um das Thema Opel. Wir hatten einmal eine Situation, da hatten wir entschieden, nach langem Ringen, dass wir sogar finanziell uns in ein Engagement begeben wollten. Da ging es um die Frage, als Opel damals von Magna übernommen werden sollte. Und damals wie heute haben wir das in engster Abstimmung immer gehalten, insbesondere mit den Betriebsräten und mit der IG Metall, auf allen Ebenen. Und so halte ich das auch heute. Und, Herr Kollege Lenders, der Generalsekretär Olivier, den habe nicht ich pressewirksam eingeladen,
sondern der wollte einen Termin. Und wissen Sie, was er wollte? Er hat mich gebeten, ich möge doch bitte vermitteln zwischen dem Unternehmen und der IG Metall, weil sie das Gefühl haben, die Sache läuft in die falsche Richtung. Und ich habe ihm gesagt, wir können nicht bessere Autos bauen. Wir wissen gar nicht, wie es geht. Wir können nicht hessische Steuergelder nehmen in eine völlig ungewisse Situation. Was wir können, ist helfen, so wie wir auch geholfen haben bei dem Übergang von General Motors zu PSA. Das geht aber nur, und das habe ich Ihnen gestern sehr deutlich gesagt, wenn wir wissen, wohin die Reise geht. Und genau daran mangelt es zurzeit. Und meine Damen und Herren, hier kreuzen sich viele Themen, und sie sind zum guten Teil nicht neu. Was völlig daneben ist, ist diese ganze uralte Rhetorik des Klassenkampfs. Vergessen Sie die einfach. Jetzt brauchen wir ja vielleicht für die eigene Festigkeit. Wenn man das so zuhört, das Unternehmen und wie die Arbeitnehmer geknechtet werden, was da im Moment stattfindet, bin ich überhaupt nicht einverstanden. Nur, Herr Ministerpräsident, ich habe Sie an die für die Fraktionen vereinbarte Redezeit zu erinnern. Bitte sehr. Aber wenn wir schon darüber reden und viele tausend Menschen in diesem Lande gucken, wie wir reden, wer ist denn PSA? Das ist in einem kleinen Teil die Familie Peugeot. Das ist in einem sehr großen Teil der französische Staat. Und es ist China. So. Und wenn Sie dann Ihre 1. Mai-Rede halten, dann müssen wir einmal darüber reden, wer eigentlich Eigentümer von PSA ist. Es sind nicht finstere Kapitalisten, die irgendwo ihre Aktiendepots haben, die in irgendeiner Weise versuchen, Geld zu machen. Es ist der französische Staat, es ist China und relativ klein die Familie Peugeot. Wenn man das weiß, das muss man jetzt einfach mal sagen, damit die Debatte nicht nur in alten Plattitüden entlangläuft, wenn man dies weiß, dann ist es eben nicht so einfach. Frau Kollegin Kingel, Sie haben recht. Eisenach geht auch uns an. Eisenach geht auch uns an, weil wir viele Arbeitnehmer aus Hessen dort haben. Aber es ist auch ein Thema, das bei Veränderungen von industriellen Situationen, gerade in den neuen Bundesländern, eine sehr große Empfindsamkeit oder auch Enttäuschung darüber besteht, warum sie denn immer gerade dort stattfindet. Denken Sie an Siemens. Denken Sie, was da in Görlitz im Cottbus passiert. Und wir haben globale Konzerne und wir haben große Herausforderungen. Und nur damit wir die Dinge mal zusammenbringen. Das ist ein starkes Stück Hessen, aber fast 90 Jahre gehörte das General Motors. General Motors hat in den letzten 17 Jahren in Deutschland mit Opel 17 Milliarden Minus gemacht. Jedes Jahr 1 Milliarde Minus. Und auch im vergangenen Jahr hat Opel 1 Milliarde Minus gemacht. Und nun kann hier keiner erklären, das sei unbeachtlich. Und mit tapferen Forderungen, man müsse doch jetzt die ganzen Dinge so lassen, wie sie sind, schmieren wir den Leuten Sand in die Augen. Und das wissen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das weiß der Betriebsrat und das weiß auch die IG Metall. Deshalb sind die alle bereit zu sagen, jawohl, wir sind bereit, unter Umständen auch einen schwierigen Weg mitzugehen. So wie das jetzt ist, ist es nicht zukunftsfähig. Alle Automobilunternehmen machen Gewinn, bis auf einen, Opel. Und da muss man kein großer Geist oder Ökonom sein, um zu erkennen, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und deshalb haben wir alle begrüßt, dass Opel durch den Wechsel von General Motors zu PSA eine neue Chance bekommt. Eine neue Chance in der Modellpolitik, eine neue Chance in den Absatzmärkten, mehr Freiheit und in einem großen Konzern natürlich auch die Vorteile, die ein großer Konzern in der Beschaffung und im Vertrieb bietet. Darüber gab es keinen Zweifel. Meine Kritik setzt an, dass das, was man vereinbart hat, man auch tun muss. Sonst verliert man das Vertrauen. Und diese Werte, die sozusagen auch in schwieriger Situation hochgehalten werden müssen, das wird in Frankreich vielleicht ein Stück anders gesehen als bei uns. Die sind wichtig. Tarifverträge sind zu halten. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme und sage, Kameraden, das können wir so nicht mehr hinkriegen, dann muss man sich zusammensetzen
und sagen, was können wir gemeinsam tun, aber nicht eine Druckkulisse aufbauen in der Hoffnung, sie werden schon irgendwann zu Kreuze kriechen. Das kann nicht die richtige Form sein, und das ist auch nicht zukunftsfähig. Und deshalb ist es erforderlich, dass wir erfahren, welche Zukunftsvorstellung habt ihr. Das ist auch das, was ich an Olivier gesagt habe. Das passt sehr schön. Der hat auch gesagt, ja, wir könnten die Grenzwerte 2020, so wie die Modellpalette ist, nicht einhalten. Und der Kollege Lenders hat uns gesagt, die Hessische Landesregierung hätte doch dagegen etwas unternehmen müssen. Schöne Grüße. Haben wir nicht beschlossen. Hilft mir auch nichts. Und Herrn Olivier habe ich gesagt, hören Sie mir auf mit solchen Sachen. Wir saßen zusammen mit Herrn Tavares. Da war für die Frage der Umstrukturierung damals schon ja, allen bekannt, 2020 muss der Flottenmix zum Beispiel bei dem CO2 deutlich niedriger sein. Man kann die These vertreten, die Werte sind zu niedrig und damit schadet das der Automobilindustrie. Kann man vertreten, die anderen sagen Klima. Hilft mir alles nichts. Ich kann nur nicht akzeptieren, wenn von Unternehmensführung mir Argumente vorgehalten werden, die vor zwei Jahren schon bekannt waren, dann hätte man diese Aussagen so nicht treffen können. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich bin sehr persönlich, der Wirtschaftsminister sehr persönlich und die ganze Landesregierung natürlich bestrebt, dass wir zukunftsfähige Arbeitsplätze hier haben. Ich habe keinen Zweifel, dass Rüsselsheim natürlich als Standort erhalten bleibt. Dieses, insbesondere das Entwicklungszentrum, ist unser stärkstes Fund. Wir wollen aber auch nicht sozusagen scheibchenweise immer wieder in eine Situation hineingeraten, in der die Menschen ununterbrochen ins Ungewisse gestürzt werden, in der aus einer Unternehmenskultur eine Unkultur zu werden droht. Und dann ist es Aufgabe der Politik, gelegentlich auch einmal zu sagen, was geht und was nicht geht. Wir können keine Autos bauen, wir können nicht Milliarden in einen defizitären Betrieb werfen, aber wir können deutlich sagen, wie wir uns vorstellen, wie in Deutschland Unternehmen, Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Betriebsrat und Politik zusammenarbeiten. Das haben wir in vielen Fällen erfolgreich bewiesen, und das werden wir auch hier tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das waren gut elf Minuten. Damit sind den Fraktionen jeweils 6 Minuten zusätzliche Redezeit zugewachsen. Ich begrüße und Sie begrüßen mit mir den ehemaligen Kollegen und Finanzminister Weimer auf der Besuchertribüne. Schön, dass Sie bei uns sind. Wortmeldungen liegen mir nicht mehr vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde beendet. Meine Damen und Herren, noch eingegangen und an Sie verteilt worden ist zu Top 93 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein hessisches Gesetz zur Anpassung des hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung EU Nummer 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie EU Nummer 2016/680 und zur Informationsfreiheit, Drucksache 19/6328 zu Drucksache 19/6259 zu Drucksache 19/5728, der Änderungsantrag der Fraktion der FDP mit der Drucksache 19/6334. Der Änderungsantrag wird dann mit der dritten Lesung des Gesetzes heute Nachmittag aufgerufen.